Die Saison des großen Umbruchs endet am Samstag um 17.15 Uhr, wenn die 05er in der Kofas Arena Borussia Mönchengladbach erwarten. In dieser Woche gab es jede Menge toller Nachrichten für die 05-Fans. Christian Heidel konnte die Vertragsverlängerung mit Thomas Tuchel bis 2015 verkünden. Radoslav Sawafnik bleibt den 05ern erhalten, genauso wie Bo Svensson. Und dann wird noch einer am Samstag sein letztes Spiel für die 05er bestreiten in dieser Saison. Denn Heinz Müller kehrt in den Kasten zurück und hat darüber hinaus seinen Vertrag bis 2014 verlängert. Heinz Müller bekommt am Samstag eine kleine Belohnung, darf nochmal ins Tor. Und dann sind wir mal gespannt, wer noch auf die Platte darf. Ja, Radoslav Sawafnik hat zwar seinen Vertrag verlängert, aber er ist verletzt. Er ist am Samstag nur Zuschauer. Das heißt, dass Thomas Tuchel von seiner gewohnten Abwehr etwas abrücken muss. Am vergangenen Wochenende hat Zdeněk Pospěch Linksverteidiger gespielt. Das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Deshalb würde ich ihn wieder auf seine anbestammte Position im rechten Abwehr, auf der rechten Abwehrseite rüber machen, würde dann Nico Bungert aus der Mannschaft rausnehmen und Linksverteidiger spielt im letzten Spiel Malik Fatih. Das wäre mein Vorschlag. Wie machen wir es im Mittelfeld, Kollege Kunz? Im Mittelfeld werden wir so spielen wie in den letzten Heimspielen, als die 05er sehr dominant und sehr präsent aufgetreten sind. Das heißt, die 05er spielen mit einem 4-2-3-1 mit den beiden Sechsern Eugen Polanski und Elkin Soto, wobei man auch zu Eugen Polanski sagen muss, er ist im vorläufigen Kader für die Europameisterschaft für die polnische Nationalmannschaft, genauso wie Zdeněk Pospěš im vorläufigen Kader der Tschechen ist. In der Offensive wird dann die Dreierreihe. Ja, haben wir eine offensive Dreierreihe. Bei den Heimspielen bewährt hat sich Nikolai Müller auf der rechten Seite, das heißt, dass dann Marko Caligiuri weichen müsste. Mohamed Zidane ist verletzt, kann auch nicht spielen am Wochenende. Das heißt, es muss ein neuer Zehner ins Team, ein neuer Mann hinter der Spitzen. Und da würde sich Andreas Ivanschitz anbieten. Der kommt dann hier rein. Und Erik Maxim Choupo-Moting, der einzige 05er, der bislang in allen Spielen dabei war. Und ich bin sicher, dass Thomas Tuchel ihn auch am Samstag mal bringen wird. Wird dann auf der linken Seite stürmen. Und dann brauchen wir noch eine Spitze. Und diese Spitze wird Adam Salay heißen. Letztes Bundesligaspiel für ihn. Und er hat auch in der Sommerpause noch eine schöne Beschäftigung. Denn dann spielen die Ungarn unter anderem gegen Pospěch Tschechien in der EM-Vorbereitung. Letztes Bundesligaspiel am Samstag 15.30 Uhr. Packen wir es an. Packen wir es an.